Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei Bridge Constructor Medieval Mittelalter. Ja, wir sind schon bei Brücke 7 und unsere Aufgabe dieses Mal ist, baue eine Brücke, um die Katapulte zur Burg zu bringen. Gib nicht mehr als 25.000 aus. Oh mein Gott, okay, das wird sehr, sehr... Ja. Das heißt, wir können uns keinen einzigen Stein erlauben in diesem Fall. Bauen wir erstmal, wie immer, unsere Fahrbahn, damit wir sehen, wie wir hier ankommen. Okay, wenn hier hinten noch ein gelber Punkt ist, dann sollen wir hier wahrscheinlich entsprechend mit Seilen arbeiten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und von hier aus können wir... Gehen wir auf den mittleren jeweils. Von hier unten, dann müssen wir uns nur noch um diesen dritten jeweils hier kümmern. Gut, da können wir noch mit normalen Steinen arbeiten und bauen hier halt entsprechend wieder so einen kleinen, so ein kleines Drachenviereck. So, hier nehmen wir wieder das billigere Material. Und jetzt das Ganze hier noch irgendwie absichern, langt uns allerdings nicht. Das heißt, wir müssen mit Seilen arbeiten. Das heißt, einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Schauen wir uns das Ganze... Ach so, wir brauchen natürlich noch... Damit die Seile auch gut funktionieren, brauchen wir hier natürlich noch jeweils auch noch einen Stützer an. Gut, schauen wir uns die Brücke an. Katapulte scheinen ja recht schwer zu sein, aber die Brücke hält es natürlich nicht aus. So, wir müssen den Teil hier an der Seite noch ein bisschen verstärken. Dann würde ich sagen, ersetzen wir die hier einfach jeweils durch Baumstämme. Langt uns das vom Geld her? Nein, langt uns nicht. Also schauen wir uns das Ganze nochmal an, was wir hier verbessern können. Wir haben hier jeweils 1, 2 Seil. Da kommt eine Stütze hin. Ich muss es mir nochmal genau anschauen. Ah! Stimmt, bin ja eigentlich blöd. Wenn wir hier auf der Fahrbahn, jetzt machen wir hier unsere Seitenverstrebung rein. Und wenn wir hier weiter mit Seilen arbeiten und auch hier nach unten das Ganze machen. Momentchen. Hier ist uns ein Seil einfach abhanden gekommen. So, schauen wir nochmal. Der wird insgesamt zu rot. Wir müssen ihn jeweils hier ersetzen durch einen dickeren Baumstamm. Das heißt einmal, zweimal, weil an ihm hängt einfach die gesamte Last dran. Bin ich jetzt... Ach, ich bin schon wieder über 25.100. Es muss schon irgendwie so gehen. Oder wir ersetzen die beiden hier auch nochmal durch normales Holz. Ich probiere es mal aus. Also, dass wir hier jeweils einen normalen drin lassen. Einmal, zweimal. So, also, er geht übers erste drüber. Das Holz hier hält es aus. Grün, blau. Okay, ersetzen wir die Seile hier. Jeweils durch ein normales Holz. Auch hier, damit wir hier einfach noch ein bisschen
bisschen Druck auch bekommen, Seil hat ja nur, geht ja nur auf Zug. Dann haben wir hier nämlich wieder ein bisschen Kohle und können hier wieder normales Holz einziehen. Also, was heißt normales Holz? So, also, sie gehen drauf. Und dieses Mal überlebt es die Brücke. Und wird schon bedenklich rot, aber es hält das Ganze aus. Und ja, alle kommen drüber. Juhu! War jetzt eine schwere Geburt, aber klar, es wird natürlich jetzt hier auch mit der Zeit immer ein bisschen schwierig. Ich danke euch nichtsdestotrotz fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor im Mittelalter. Ah, es kommt noch eine Geschichte. Die Vorratslager füllen sich, unsere Armee wächst, bald sind wir gerüstet, den Orks entgegenzutreten. Nur weiter so, Baumeister. Okay. Die letzten paar Folgen dachte ich immer, es kommt eine Zwischensequenz, jetzt kommt eine Zwischensequenz, na klasse. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Bis dann!